Hallo ihr Lieben, wir sind wieder bei Keep Talking and Nobody Explodes, zur zweiten Runde vom Rainbow Table. Also ich würde sagen, unser Respekt vor dieser Aufgabe, es war schon hoch und ist nochmal gewachsen, oder? Ja, wobei ich gehört habe, dass man mit seinen Aufgaben aber auch wächst. Also das heißt, wenn wir hiermit fertig sind, sind wir 50 Zentimeter größer. Das machen wir hier mal den, wie soll man sagen, hier gewinnbringend, Moral, wir bringen was bei, gute Mottos und so, was uns nicht umbringt, ne? Also ich meine, ich bin schon 100-mal gestorben, aber egal. Okay, also du bist bereit, ich drück auf Start. Ja. Es lädt. Und immer noch. Okay, erste Stelle R, S, E, C. Letzte Stelle U, V, R, Y, F, N, durch. Every. Okay. Nächste fängt schon mal mit einem L an und Avery kann nicht stimmen. Okay, letzter Buchstabe noch mal. U, V, R, Y, F, N. Ah, Study. Okay. Mhm. Ja, wir üben jetzt erstmal noch eine Runde, das ist doch super. Ich komme jetzt nur noch leichte Wörter, okay. L, O, S, J, ja, das war's. Letzte Stelle R, O, S, D, E, N, durch. Mittlere Stelle. H oder E, U wie Ulrich. H ist vorbei. Other. Okay, dann nächstes ist K, S, C, A, und letzte Stelle C, D, P, N, K, T, durch, mittlere, D, A, Y, L, M, G, durch. Das passt nicht. Letzte Stelle. C, D, P, N, K, T. Again. Okay. Again, ja, das sieht gut aus. Okay, nächstes ist mit L, R, S, durch. Letzte Stelle L, Z, F, V, R, H, durch. Mittlere Stelle A, E, I. Nur E. Spell. Okay. Yep. Nächstes ist, H, F, T. Letzte Stelle K, H, M, I, T, A, durch. Mittlere D, R oder I? R. First. Okay. Check. Nächstes W, T, B, E, L. Letzte Stelle G, B, Ulrich, W, P, N, G. Mittlere Z, R, G, L, W, T, Z. Below. Okay, dann Q, F, T, durch, letzte Stelle W, T, L, K, R, N, durch, mittlere W. R, I, R oder I? Weder noch. Okay, weiter. Letzte nochmal. Jetzt sind wir eh gleich. Jetzt sind es noch 5 Sekunden.
Aber dafür, dass wir am Anfang so schlecht waren, waren wir jetzt echt schnell gegen Ende. Also wir hatten halt so noch 3 Module. So schlecht war das gar nicht. Ja. So. Ich sag dann, wenn es nur ein Buchstabe in der Mitte ist, wenn von denen, den du mir aufzählst, nur und den Buchstaben. Genau. Einen anderen brauchst du gar nicht nennen, weil dann ist es schon klar, dass es das Wort sein muss. Ja, gut, weil ansonsten verwirrt ich das vielleicht, wenn ich immer sage, R ist dabei oder so irgendwas. Genau. Nee, also eigentlich ist dann durch den letzten Buchstaben meist schon klar, dass es irgendwie nur noch 2 oder 3 Wörter sein können. Dann hat sich das erledigt. Ja. Ich glaube, wir hatten es nur ein einziges Mal, wo in der Mitte dann 2 verschiedene Buchstaben da waren. Ja. Also am besten natürlich, dass du sicherstellst, dass von den 2 wirklich nur einer da ist. Mhm. Ansonsten wird das so schon gehen. So, okay. Ich bin gleich auf der ersten Seite angelangt. So, alles wieder ausradiert. Boah, ja, ich glaube, da waren die Nerven auch eben, nachdem wir das beim letzten Mal so toll gemacht haben, ein bisschen zittrig. Naja, man muss jetzt auch mal erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So, ne? Nicht zu streng sein mit uns. Fertig. Gut, dann retry und das lädt. V, P, es ist nur P. Und letzte Stelle X, L, T, N, Q, R, durch. Okay, A oder I? A und I. Okay, 2. Buchstabe, L oder O? L. Plant. Okay, dann... Check. Dann beim nächsten S, P, E, C, W, durch. Letzte Stelle H, O, X, A, K, Y, H. Mittlere I, E oder e. U. Ulrich. E ist dabei. Every. Also nur E. Okay, beim nächsten gibt es schon mal ein T. Und dann A, B, I, durch. Letzte Stelle O, H, E, V, R, W, durch. Mittlere C, X, E, G, I, K, C, durch. 4. Stelle, R oder S? Ist ein R dabei? There. Also Tiere. Check. Ja, schon gemacht. Dann H, G, F, W. Moment. Ja? H, G, F, W. Letzte Stelle. T, O, R, A, F, Q, T. Ja, mittlere Stelle. J, N, L, A, T, Y, J. Ja. Okay, kannst du noch mal die letzte Stelle? O, also Otto, R, A, F, Q. Dann ist es Water. Okay. Beim nächsten haben wir schon mal ein G. Dann S, C, F. Dann letzte Stelle Q, I, T, E, A, X, durch. Mittlere. R oder E? E. Great. Okay. Check. Dann beim nächsten H, N, T, durch. Letzte Stelle E, W, A, Z, C, I, durch. Mittlere Stelle. U oder E? Ulrich. Ich glaube, es ist Haus. Okay, es ist ja. Haus. Wir können weitermachen. B, T, L, D, W, durch. Letzte Stelle Z, F, T, S, D, C, durch. Mittlere. Nochmal die letzte Stelle. Z, F, T, S, D, C, Z. Gibt's hier nicht. Erste Stelle B, L, T, ne? B, L und D und W. Ah, okay.
Und letzte Stelle? Letzte Stelle. World oder Wood? Okay. Okay, ich glaube, es ist World. Das nächste hat schon mal ein L. Und dann W, D, H, U, I. Ja, gut, ist ja egal. Letzte Stelle K, M, W, D, Boom. Das wäre es jetzt gewesen, wenn dieses Missverständnis. Ja, habe ich jetzt eben, vor. Eben nicht mitgekommen. Oder ich habe es übersehen. Manchmal denke ich, ich bin schon durch und vielleicht bin ich gar nicht durch. Ja. Nützt es dir was, wenn du mir das Wort sagst und ich dann im nächsten Modul dir schon mal alle Anfangsbuchstaben sage und ich dann das Wort erst eingebe, sodass du ein bisschen Pause hast zwischen dem ersten und dem letzten? Nein, also ich kann. Ich glaube, du hast mehr zu tun. Okay. Da musst du deine Aufmerksamkeit dann ja zweiteilen, wenn du dir ein Wort merken und beim anderen schon klicken musst. Na, das ist ja nicht schlimm. Ja. Also wenn dir das was bringt, wäre es nicht schlimm. Wenn du jetzt sagst, das ist total unnötig, dann... Nee, ich habe ja jetzt für jedes Mal, für jedes Modul ein neues Blatt ausgedruckt. Das heißt, ich blätter einfach nur um und dann macht das keinen großen Unterschied. Und ich warte ja ab, bis du mir sagst, dass das Wort richtig ist, weil das hatte ich ja jetzt schon 1, 2, 3, 4 Mal, dass ich dachte, das ist es und das war es nicht. Und dann ist es schlecht, wenn du nochmal wieder das Blatt hervorkramen musst. Okay, ja, das sehe ich ein. So, ich habe es hier auch wieder alles durch. Okay. Mensch. Dann machen wir direkt weiter hier. Nur noch alles richtig machen. Und ich muss auch mal an Otto und Ulrich denken. Ich auch, Otto Ulrich, denke ich. Also bei mir, ich höre das bei O und U raus. Das macht mein Headset ganz gut. Aber ich versuche auch dran zu denken, dass ich das bei dir mache. Das ist eigentlich ein ganz gutes Headset hier, aber irgendwie trotzdem. Ich habe eigentlich das hinterletzte Headset. Das Ding ist schon 10 Jahre alt oder so. Merke, nie viel Geld ausgeben. Ich glaube, das hat 20 Euro gekostet und das habe ich meinem Bruder abgeknöpft. Und er hat das schon seit, naja, Urzeiten. Mhm. Ich hoffe, er guckt gerade nicht zu. Er weiß nämlich nicht, dass ich es habe von ihm. Upsi. Aber er hat es nie vermisst, von daher. Oh Mann. Naja, egal, was er nicht weiß. Ne? So, retry, ja? Ja. Okay, es lädt. Ich bin gespannt. Da, 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 da. PF. M. Nur F. D oder T am Ende? Ist ein T. First. Ja, bin schon dabei. Nächstes fängt mit einem W an. Dann D. F. O. Durch. Letzte Stelle G. Q. X, V, Z, H, durch. Which? Mittlere. Okay. Which geht nicht. Okay, nochmal die. Ah, doch, Entschuldigung, which geht. Hab mich verklickt. Nächstes fängt mit einem L an. Und dann noch A, N, B, durch. Letzte Stelle F, I, M, W, Y, N, durch. Mittlere, O, S, T, V, H, A, durch. Again. Okay. Oder learn. Okay, dann eher learn. Ja. Nächstes fängt, hat schon T. Dann W, P, H, E, A, durch. Letzte Stelle T, C, I, R, F, P, und Moment. T. Okay, R, T, ja. Und mittlere Stelle M, G, K, T, H, L, M. Okay, versuch mal Water. Sonst after. Okay. After könnte sein, ja. Das nächste hat schon mal ein T. Und dann A, P, L, durch. Letzte Stelle X, Y, E, D, U, I, durch. Okay, Moment. Ja. Mittlere E, Q, X, C, F,
Otto? E. Okay, there oder these? So. Ja, ist dabei. Dann Q, G, Otto, N, D, durch. Letzte Stelle G, O, K, T, W, C, durch. Great. Mittlere. Okay. Okay, dann das nächste ist schon mal ein T dabei. Und dann Y, S, R, M, durch. Letzte E, O, G, M, P, J, durch. Mittlere E oder I? I. Thing. Okay. Dann beim nächsten schon D, T, C, G, durch. Letztes I, J, K, Q, O, P, E, durch. E oder R? E ist dabei. And there oder these? Okay. Das schafft man nicht mehr. Ja, bumm. Ich habe gerade sehr langsam gedacht. Das ist mir aufgefallen. Weiß auch nicht, das Gehirn war gerade so. Es wollte einfach nicht. Ist wieder mit Zahlen überschwemmt, das Hirn. Ah, nicht Zahlen. Ich glaube, ja. Ja. Ja, siehst du, ja, ich will auch mal Zahlen sagen, aber. Es war gerade irgendwie. Ich merke das dann immer, wenn ich anfange, in der ersten Stelle die Sachen vorzulesen, die du gar nicht brauchst, dass gerade irgendwas in mir überfordert ist. Das ist aber sehr, sehr ehrgeizig von dir, dass du eben dir auch die ganzen Buchstaben merkst, die hier nicht vorkommen. Ja, ich habe sie ja im Kopf. Das Problem ist halt, dass man wirklich sie, dass man in der ersten muss man schnell machen und darf sie, also sagt sie nicht, damit halt, damit man schneller durchkommt. Und in der letzten muss man sie ja dann wieder sagen und muss langsamer machen. Und dieser Kontrast, ja, irgendwie, das ist nicht so. Wäre es für dich einfacher, nicht, wenn du alle sagst, jedes Mal? Ich weiß es nicht. Also könnte ja gucken, ob ich das aussieben kann. Jetzt habe ich sie ja mittlerweile, habe ich mich ja schon fast dran gewöhnt. Also jetzt ist es wahrscheinlich wieder schwieriger, darauf zu achten, sie alle zu sagen. Du könntest sie auch noch angewöhnen, alle am Ende, alle die nicht zu sagen, die am Ende nicht vorkommen. Willst du die auch alle noch lernen? Ich glaube, da komme ich. Gibt es denn welche, die vorne und hinten nicht vorkommen? Naja, zum Beispiel X oder Q. Weißt, die kommen vorne und hinten nicht vor. Genau. Also, ich wüsste auch kaum Wörter, die mit Q aufhören. Z auch nicht. Aber ja, nachher nicht, dass das. Ja, gut, die kommen da irgendwo vor. Wenn du meinst, dass du ja, und, das. Ja, und U? Also, die Sachen, die hinten und vorne nicht vorkommen, kann ich mir vielleicht merken. Ja. Lass mal schauen. Also das wäre natürlich. Wo habe ich das Blatt von gestern? Moment. Einmal kurz unter meinen Schreibtisch tauchen. Mach das, mach das. So, gefunden. Knusper, knusper, Mäuschen. Nein, nein. Ich habe mein Altpapier überhaupt nicht, noch gar nicht in die Küche gebracht. Okay. Also, was haben wir hier für Buchstaben? Ich werde mal kurz vergleichen. Mhm. Genau, also I kommt vorne und hinten nicht vor. J. Moment. I, J. Moment, was ist mit M? Genau, M wie Martha. Q. Ulrich. Mal schauen, was haben wir sonst noch? V kommt auch nicht vor. Ja, eigentlich fast jeder, der vorne nicht vorkommt, kommt hinten auch nicht vor. Welcher ist denn die Ausnahme? Moment. Also, die Ausnahme ist K und Y. Die sind ja bei Think und Every und Study drin. Aber ansonsten okay, dann sind es fast genau die gleichen Buchstaben. Gut, dann werde ich, wenn das nur K und Y ist, das kann ich mir merken und ansonsten versuche ich, die wegzustreichen, dann ist es für dich vielleicht auch leichter hinten, wo man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss, weniger Buchstaben zu hören. Ja,
Soll ich nochmal? Also wenn es jetzt ganz andere gewesen wären, hätte ich das nicht gemacht. Aber so ist es ja eigentlich kein Problem. Ja, ne? Ob das Zufall ist? Also glaube ich nicht, dass sie das so sehr durchdacht haben könnten. Aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, es ist schon durchdacht, dass die Wörter alle ähnlich sind. Mhm. Aber es ist nicht durchdacht, dass die gleichen Buchstaben wegfallen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir sollten es lieber nicht zu laut sagen. Nachher patchen die das noch raus. Nein, nicht bevor wir das erledigt haben. So. Ja, dann probieren wir das so einfach mal so. Ja, machen wir das. Okay. Wenn du dann bereit bist, ist das Gehirn hoffentlich wieder ein bisschen durchlüftet. Einmal schütteln. Retry. Okay, E, I, F, T, durch. Letzte Stelle, S, F, K, P, C, durch. Think. Mittlere, okay. A, okay, dann V, T, G, A, durch. Letzte Stelle, Y, H, N, L, durch. Again. Okay. Das nächste hat schon mal ein P am Anfang. Und dann B, U, G, S, W, durch. Letzte Stelle, D, C, K, T, Y, durch. Mittlere H, P, K, Z, U, L, durch. Study. Okay. Passt nicht. Ach, kannst du den mittleren nochmal sagen? Okay, H, P, K, Z, U. Also Wood. Ulrich. Wood. Okay. Das nächste fängt N, F, C, R durch. Letztere N, W, P, L, D, R durch. Vierter Buchstabe N oder L? N. Found. Okay. Dann L, F, W, H durch. Letzte Y, R, K, F, A, S durch. Water. Mittlere. Okay. Dann nächster hat schon mal ein S am Anfang. Und dann F, G, R, T, durch. Letzte Stelle E, R, W, X, T, A, E, durch. Mittlere L, G, N, Q, V. E dabei? Nein. Kannst du die vierte Stelle nochmal wiederholen? Die letzte meinst du E? Letzte. R. Ah, three. W. Okay. Nee, three ist es auch nicht. Ich glaube, jetzt können wir es auch vergessen. Ja, dann habe ich wieder den letzten nicht richtig mitbekommen. War ich zu schnell? Muss ich langsamer werden? Wahrscheinlich, aber in diesem Fall war es eben auch, dass sehr viele Buchstaben in der Tabelle gestimmt haben. Und ich versuche schon immer vorher zu gucken, welche sind denn da am Ende? Welche muss ich mir merken? Aber da waren es dann doch zu viele. Macht sich doch Sinn, wenn ich dir die ersten sage, bevor ich das Wort mir angucke. Doch, das hilft, wenn du mir die ersten sagst. Das machst du ja auch und ich schreibe es auch an. Nein, ich meine, bevor ich das andere Wort reingebe, dass du schon mal Zeit hast zu gucken. Ja, kannst du gerne machen, den ersten Buchstaben. Okay, weil du vorhin gemeint hast, es bringt dir nicht so viel. Du meinst, damit ich mir die Endbuchstaben schon mal merken kann, ne?
Ja, genau, dass du schon mal gucken kannst, was es am Ende Wichtiges gibt. Ja, gut, dann. Und ich gebe derweil das Wort ein. Ja. Dann hast du so, sagen wir mal, so 2-3 Sekunden mehr, um dir anzugucken, was am Ende stehen kann. Kannst du machen? Oh, ich dachte, das machst du schon, dass du schon jedes Mal den Buchstaben, den ersten, den du siehst, sagst. Den ersten, den ich sehe, aber die Idee wäre jetzt gewesen, den ersten schon mal durchzuklicken und dann das Wort einzugeben. Ach so, ja, nee, das ist eine Idee. Ah, okay, dann hast du mich vorhin wahrscheinlich irgendwie falsch verstanden. Ja, irgendwie habe ich gedacht, du kannst doch nur an einer Stelle auf einmal klicken. Du kannst doch nicht gleichzeitig das Wort eingeben und schon mal alle durchklicken. Nee, das kann ich ja nicht genau. machen, aber wenn ich. Genau. Das stimmt. Ja, wenn ich das erste halt einmal den Buchstaben so durchklicke und dann erst das Wort eingebe und dann zum letzten Wechsel hast du halt 2 Sekunden länger Zeit und wir verlieren vielleicht 3 Millisekunden, weil ich hin und her wechsle. Ja. Nee, machen wir das. Okay, dann probieren wir das jetzt mal so. Dann gibt es jetzt nach dem ersten Buchstaben immer so eine kleine kurze Pause. Also nicht wundern. Ja, ich habe mal mein... Und dann... Genau. Ja. Ich habe mein Handy weggelegt. Das hat mich jetzt 2-mal abgelegt. Oh. Puh, schäm dich. Ich habe meins lautlos und umgedreht, dass ich nicht drauf gucken kann. So macht man das. Ja. Ja, die Profis und sowas. Also halt. Ich würde es ja ausschalten, aber ich habe da so ein 10-Stunden Hörspiel und ich will jetzt nicht für die Stelle suchen. Okay, das sehe ich ein. Ja. Naja. Also. Ja, leg ein Kissen drauf. Das macht es schon nicht sinnvoller. So. Oder einen anderen Raum. Ja, nee, das habe ich gerade gemacht. Ja, nee, alles soweit bereit. Okay, dann retry. Und es lädt. S. T, N, P, durch. Letzte Stelle W, J, H, L, durch. Mittlere A, B, I. I. Still. Okay, dann erste Stelle P, H, das war's. Okay. Ich nur noch letzte Stelle E oder T. Okay. E. Okay, mittlere Stelle. A oder Ulrich? U. Ulrich. Haus. Okay, dann erste Stelle. I, E, L, D, T, durch. Okay, dann letzte Stelle. Otto, Q, F, K, H, durch. Think. Okay, dann erste Stelle T, O, R, N, durch. Okay, letzte Stelle N, Q, J, E, X, S, durch. E oder mittlere R? E. Okay, vierte Stelle. R oder S? There oder these? S. These. Okay, ja. Das muss ich jetzt eingeben, weil ich gleich umdrehen muss. Das dauert das zu lang. Okay, erste Stelle A, E, D, G, W, durch. Letzte Stelle H, B, V, L, E, durch. Which? Ach nein, mittlere Stelle. E oder Ida? I. Which, ja. Okay, dann erste Stelle. H, W, P, durch. Which ist nicht richtig. Dann right. Okay. Rite. Mit R? Genau. Friede. Ah, okay. Was hat jetzt gekostet? Ja, dann letzte Stelle Q, D, L, T, G, C, durch. Mittlere R, H. Ulrich, A, I. Ulrich. Wood. Okay, dann erste Stelle Z, O, H, E, durch. E oder Y am Ende. Okay. Y. Every. Okay, dann erste Stelle T, F, O, I.
Letzte Stelle D, Q, L, Otto, E, durch. Mittlere M, H, E, G, B, A, durch. R, vierte Stelle, R oder S? Naja, der oder dies? S. Dies. Okay. Erste Stelle W, A, K, nur W und was ich eben gesagt habe. Letzte Stelle Ulrich, bumm. Oh, wir waren so gut. Aber das funktioniert prima, glaube ich. Also ich hab das Gefühl, wir sind deutlich schneller. Das war von dir eine, ja, das war ein super Vorschlag, weil es hilft wirklich, wenn ich erst nochmal gucken kann, wo muss ich jetzt mit rechnen. Und wenn ich weiß, da kommt ein D oder so, dann weiß ich schon. Ja, du hast dann schon 2-3 Sekunden und wenn du mir schon direkt sagst, ob es hinten das eine oder das andere kommt, kriegen wir das Wort innerhalb von 10 Sekunden runter. Das ist total super. Mhm. Das ist hier ja sehr gut. Ein Prozess der inkrementellen Verbesserung. Wie ein, ich weiß gar nicht, Programmierer oder sowas sagen würde. Ich kenne das Wort gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Also ich weiß nur, Inkrement ist, wenn etwas ein Stückchen höher wird als Zahl, der Wert. Mhm. So Poco a Poco. Stückchen für oder Stückchen. Oder wenn wir jetzt eine Firma wären, dann wäre es hier der KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Oh Gott. ja. So. Gut. Bin auch fast wieder durch. Retry. Es lädt. So. S, N, E, W, Ulrich durch. Letzte Stelle W, D, K, S, durch. World oder Wood? Okay. Okay. Erste Stelle H, I, R, G, N, P, durch. Okay, letzte Stelle D, F, M, W, T, P, durch. E oder G? Weder noch. Okay, dann was gibt's noch? R, C, W, M, S, I, durch. Okay, da muss ein Buchstabe fehlen. Ich habe hier am Anfang G, H, N, R. G, H, I, R, G, N, P. P. Okay, das ist jetzt verkackt. Habe ich P über, habe ich vielleicht übersprungen? Kann auch sein. Ich würde dich ja jetzt nicht beschuldigen, wenn es nicht stimmt, aber ich kann mich nicht erinnern, das gehört so. Vielleicht habe ich es aus Versehen 1 nicht weitergeklickt. Ah. Nee, machen wir, starten wir hier nochmal, aber irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, ich kann mich weniger darauf konzentrieren, Buchstaben wegzulassen, wenn ich parallel an das andere Wort denken muss. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Sonst, wie gesagt, wenn das so also, ich meine, ich habe jetzt öfter mal was vorgelesen, was an Buchstaben, was du gar nicht brauchst, falls dir das aufgefallen ist. Ja. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir es so machen und du halt im Kopf die Wörter eher rausstreichen musst, als wenn wir es so machen, wie wir es vorher gemacht haben. Soll ich dir das Wort nochmal sagen, wenn du durch bist? Nee, das brauchst du nicht. Also, du musst dich dann auch... Also, das geht schon. Das ist halt nur... Ich kann halt nicht mehr so... Manche Buchstaben sage ich dann, obwohl du sie nicht brauchst. Also, nicht wundern. Weiß ich dir nicht den Kopf für ab. Das ist lieb. Ich fliege ja eh die ganze Zeit in die Luft. Stimmt. Von daher, ich krieg meine Strafe schon. Ist ja eh schon ab von den ganzen Bomben. Ich tippe ja nur noch mit meinem linken Fußzeh und ansonsten existiert von meinem Körper auch nichts mehr außer meinem Mund. Ja, okay, gut. Ich bin bereit. Ich bin auch soweit. So, es lädt. A, B, S, G, durch. Letzte Stelle Y, Z, Q, F, Otto, T, durch. Mittlere, O, S, H, R, Y, C, durch. About. Okay, dann nächstes ist C, A, R, S, D, durch. Okay, letzte Stelle K,
J, Otto, B, Y, durch. Study. Mittlere. Okay, dann nächstes S, N, P, E, durch. Letzte Stelle H, A, I, B, D, durch. Mittlere T. Sound. Okay. Dann S, J, U, D, I, durch. War da E dabei? Guck ich gleich. Nein. Dann letzte Stelle T, P, B, L, V, R, durch. Mittlere N. A, E, I. E. Spell. Okay. Check. Erste Stelle W, R, durch. Letzte Stelle F, S, P, C, Z, E, F. Mittlere E oder I? I. Vrite. Okay. Dann S, N, G, T, P, J, durch. Letzte Stelle H, S, A, E, durch. Mittlere E oder R? R. Three. Okay, dann haben wir I, F, also I, F, H, T, durch. Letzte Stelle E, S, U, F, L, V, durch. Mittlere U, E, R. Ulrich. E. Okay, there oder these? Okay. Erste Stelle P, F, U, R, T, A, durch. Okay, letzte Stelle E, B, durch. Place, Plake. Nee, okay, dann mittlere. F, M, E oder R? E. There oder these? Okay, letzte Stelle R, S, O, T, G, H, durch. Letzte Stelle E, H, T, F, C, F, V, E, durch. Mittlere E, H, T, Bumm. Das wäre jetzt das letzte gewesen, ja. Shit. Mann. Aber wir waren voll gut. Mhm. Mist, 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 Mist. Mann, ich hasse es, wenn wir so nah dran sind und es trotzdem nicht klappt. Mhm. Wenn man doch nur wirklich sicherstellen könnte, dass jedes Mal jedes versteht. Ich weiß nicht. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit Emil und Ida, E und I. Aber normalerweise, wenn du einfach sagst, was so klingt wie E oder I, dann gehe ich davon aus, dass du nur E meinen kannst. Also ich meine, als erster... Soll ich Emil und Ida sagen? Ich kann auch versuchen, drauf zu achten. Ich achte auch bei dem Ulrich Otto gar nicht mehr drauf. Gut, dass du es nochmal sagst. Emil, Ida, Ulrich Otto. Es dauert ja nicht viel länger, als wenn ich das langsam sage. Mhm. Also wenn ich sage E, dauert das genauso lang, wie wenn ich sage Emil. Muss ich mich aber auch da ein bisschen... knüppeln, dass ich das mache. Nee, du brauchst es bei mir gar nicht sagen, weil ich höre es wirklich raus. Also du musst ja gar keine Umstände machen. Ich hätte mal nicht immer so viel Heavy-Metal-Musik hören sollen. Ja. Schlecht für die Öhrchen. So. Ich habe jetzt mal meine Tastatur beiseite geschoben. Die brauche ich nämlich eh nicht. Dann kann ich mit der Maus hier ein bisschen besser hin und her schuppern. So. So, ich bin wieder durch hier. Okay. Das wird jetzt der letzte Versuch sein, weil wir es jetzt schaffen. Was hältst du davon? Das klingt gut. Gell? So, ich habe es jetzt gesagt. Jetzt stimmt's auch. Retry. Es lädt.
R, D, W, C, S, durch. Letzte Stelle U, Y, S, R, W, durch. Mittlere Stelle T oder U? T. Water. Okay, dann erste Stelle R, I, W, N, durch. Letzte Stelle D, U, C, E, H, durch. Mittlere F, T, U, S, E, H, durch. Vierte Stelle R oder L? R. Where? Okay, dann erste Stelle R, G, C, durch. Okay. Am Ende T, D. D auf jeden Fall, T nicht. Could. Okay. Dann erste Stelle N, E, S, B, durch. Letzte Stelle R, H, D, A, durch. V oder U? U. Sound. Okay, muss ich eingeben. Erste Stelle L, R, E, durch. Letzte Stelle H, F, M, S, T. Mittlere Stelle P. Right, R-I-G-H-T. Okay. Dann erste Stelle L, N, P, H, durch. E-N-R-T. E ist auf jeden Fall dabei. Nur E. Okay, Mitte. U-R-A. R. Large. Okay, dann beim nächsten B, F, S, W, R, Y, durch. Letzte Stelle. L, E, U, P, B, F, L, durch. Okay, A, E, I. Nur E? Spell. Okay. Dann erste Stelle L, I, G, A, U, durch. T, R, E, N. Nur R? After. Oder other. Okay. Ich glaube, es ist auf der ersten Stelle I, A, B, N, P, K, durch. Letzte Stelle Z, G, P, K, N, J, Z. Mittlere Stelle. Again. Das gibst du nicht. Oh, guckt euch die Uhrzeit an hier. Wir haben jetzt 11. Fast. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh Mann. Dann darf ich defused. Mich sozusagen offiziell besaufen. Also Kinder, ich mache das nicht wirklich. Ich mache das nicht, bis ich betrunken bin. Ich trinke das nur und das war's dann. Oh Gott. Nicht zu Hause nachmachen. Ey, wir hatten noch 10 Sekunden gehabt. Das war trotzdem knapp. Ah. Wir haben die ganze Zeit nur so getan, als ob wir es nicht können, um die Spannung aufrecht zu halten. Der Klang von Frust in der Stimme war auch nur gespielt. Ja, wir sind die besten Schauspieler, die es glaube ich, weltweit gibt. Nein, ja. Also wenn es wirklich den Happy Cop und den pessimistischen Cop gibt, dann weiß ich schon, welche Rolle ich übernehme. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gegen Ende auch ein bisschen zum pessimistischen Cop geswitcht. Ich hätte fast nicht geglaubt, dass wir es tatsächlich schaffen. Auch trotz meiner Ansage, dass wir es jetzt schaffen. Ja, also. Ja, vielleicht musst du das immer ansagen, dann klappt das. Ja, man darf das nicht überreizen, diesen
Spell, ja, also meine magischen Fähigkeiten und so. Das heißt, ich kaufe mir morgen Schokolade. Voll gut. Leider jetzt nicht mehr. Naja, es gibt bestimmt noch. Ich könnte sogar noch zum Supermarkt fahren, aber. Gönn dir doch Datteln oder sowas. Die sind auch süß. Ich mag keine Datteln. So. Also ich mag sie schon, aber es ist keine Schokolade. Es gibt auch Datteln mit Schokolade. Echt? Ja, bei Aldi. Echt? Schleichwerbung. Kannst ja einen Piepton drüber setzen. Ja, es gibt auch Datteln mit Schokolade bei Düt. So. Nein, also so Anti-Werbung bin ich ja dann doch nicht. Man darf schon sagen, wo es leckere Sachen gibt, oder? Also denke ich mal, ja. Ne, also die Aldi-Datteln und so, die sind total gut und wir werden davon nicht gesponsert. Oder so. Ich bin happy. So happy. Ja, ich bin auch froh, dass wir das hinter uns gebracht haben. Jetzt kommen nur noch Sachen, die wir ganz toll können. Morse zum Beispiel. Ja, also um mal ein bisschen in die Zukunft zu sehen, liebe Leute. Das letzte, ne, das allerletzte ist Blinking Lights 2. Und da wir noch kein Bömmchen mit nur Morse hatten, gehen ja Sonora und ich, ne, du auch, wir gehen stark davon aus, dass es Morse sein wird. Wir haben aber nicht nachgeschaut, das war wirklich nur eine Vermutung. Nein, wir haben noch nicht nachgeschaut, aber wir vermuten es doch stark. Lassen uns aber gemeinsam mit euch in der nächsten Folge überraschen. Ich würde sagen, ihr feiert hoffentlich jetzt ein bisschen mit uns. Macht euch, wenn ihr minderjährig seid, eine leckere Milch und wenn ihr volljährig seid, einen Sekt oder so und yay! In der Tat. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.